Schalke 04 gewinnt 0:3 gegen Holstein Kiel und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke Update. Wir schauen uns gemeinsam das Spiel an. Let's go! Also in der zweiten Minute war es Simon Terodde, der uns in Führung gebracht hat und zwar mit einem mega coolen Freistoß. Erstmal von Thomas Aurian. Perfekt, einfach mitten vorne reingeschlagen, direkt in den Fuß, in den Fuß von Simon Terodde, ist ein bisschen übertrieben. In der Situation musste er sich noch ein bisschen strecken, aber dann spätestens in der 21. Minute war es wirklich perfekt. Da kam dann nämlich das 2:0. Wieder Thomas Aubameyang und ich küsse deine Augen. Endlich haben wir wieder einen Torjäger, der immer trifft mit Simon Terodde und einen, der Flanken schlagen kann, einen richtigen Mann wie Christian Fuchs, wie Christian Panda. Endlich mal wieder einer, wo du einfach weißt, okay, Freistöße kommen an, Ecken kommen an, Flanken kommen an. So geil, so ein geiles Gefühl, wirklich top. So, jetzt war ja allerdings nicht alles mega geil in der ersten Halbzeit, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen euphorisiert bin. Die Kieler waren nämlich gar nicht schlecht. Im Endeffekt hätte diese erste Halbzeit hätte auch unentschieden ausgehen können. Schalke war schlicht und einfach effizienter in der ersten Halbzeit. So, und dann kam es dann in der zweiten Halbzeit dann dazu, dass wir erstmal gewechselt haben. Wir haben erstmal Timo Becker und, also Grabozis hat erstmal Timo Becker dann reingebracht. Timo Becker hat Florian Flick ersetzt, was auch die richtige Entscheidung meiner Meinung nach gewesen ist, weil Florian Flick, ich will nicht sagen Harakiri gespielt hat, aber schon ein bisschen unruhiger unterwegs gewesen ist hinten in der Innenverteidigung und sich dann auch eine gelbe Karte abgeholt hat. Und insofern, bevor man sich da eine gelb-rote dann nachher einfängt, war das schon die richtige Entscheidung, dann Timo Becker zu bringen. Der hat auch echt ein ansehnliches Spiel nachher gezeigt, das muss ich sagen. Dann ist noch reingekommen Mehmet Can Aydin. Mehmet Can Aydin hat dann Reini Ranftel ersetzt, der wieder sehr, sehr glücklos gewesen ist auf der rechten Seite. Er hat da einfach überhaupt noch nicht ins Spiel reingefunden und Mehmet Can Aydin hat einfach eine Top-Vorbereitung gespielt. Insofern freut mich das auf jeden Fall für Mehmet Can Aydin, dass er dort dann auch eingesetzt worden ist. Also und dann ging es allerdings auch erstmal wieder nur aufs Tor von Schalke. Die hatten wieder eine Phase, die Kieler, also da sind ihr seht das hier mal gerade an der Statistik, ne? Also die hatten so viele Torschüsse, das darfst du keinem erzählen. Die Kieler haben so viel liegen lassen, das war unglaublich, unglaublich. Also eigentlich, meine Gesamtbilanz eigentlich zu dem Spiel sieht aus, Kiel war die bessere Mannschaft und Schalke 04 hat trotzdem gewonnen. Und das bei einem 3-0, also das kriege ich erstmal hin. So gesehen, also wie gesagt, extrem viele Torchancen von Kiel, gerade in der zweiten Halbzeit, aber dann war es dann in der 68. Minute Marius Bülter, der sich durchgetankt hat über die linke Seite und der einfach trocken abgeschlossen hat. Das freut mich auch für Marius Bülter. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, er macht extrem viel Aufwand, aber für wenig Ertrag. Da hat er jetzt sich das Tor auf jeden Fall erarbeitet und wie immer mit hochroter Birne auf jeden Fall, aber mit 110% Einsatz. Generell unsere Vordermannschaft, den kannst du echt wenig Vorwürfe machen. Ich finde, nach vorne hin klappt das schon echt ganz gut. Ein Drexler, der gefällt mir gut. Mir gefällt auch ein Terodde, ein Bülter. Das passt irgendwie alles. Allerdings hinten hat Schalke 04 echt noch seine Probleme. Das muss man ganz klar sagen. Aber das steht für mich heute überhaupt nicht im Vordergrund. Für mich steht heute im Vordergrund, dass wir gewonnen haben, Leute. Was war das für eine Kacksaison letztes Jahr? Was war das für eine Kacksaison? Und wir haben heute 13:0 gegen Kiel gewonnen. Das möchte ich einfach genießen bis dahin. Und deswegen mag sein, Kiel war die bessere Mannschaft. Es juckt mich aber letztendlich auch nicht. Wir haben gewonnen. Effizienz ist auch eine Form der Qualität und ist wahrscheinlich sogar die wichtigste Form, denn schließlich geht es beim Fußball um Tore schießen und das haben wir jetzt gemacht. Ja. Okay, das war's für heute, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch in den Live-Reactions vorbeischauen. Ich habe heute wieder live drauf reagiert, auf das Spiel und werde natürlich auch auf die nächsten reagieren. Macht's gut, bis dahin. Wir sehen uns heute Abend übrigens zum Call-In, heute 20:15 Uhr. Ciao, ciao.